Herzlich willkommen zu dieser kurzen Darstellung des Themas Test-Coverage. Ich möchte das darstellen am Beispiel von einem ganz berühmten Coding-Cutter, dem Wilde-Dose-Cutter. Jetzt ist die Frage, warum brauchen Sie überhaupt Test-Coverage? Warum geht Sie das was an? Irgendwann sind Sie ja mit dem automatisierten Testen so weit, dass Sie sich die Frage stellen müssen, habe ich jetzt genug gemacht? Wie gut bin ich eigentlich? Also andersrum ausgedrückt, wie hoch ist das Vertrauen, was ich mit Hilfe meiner Testfälle in die Software überhaupt erreichen kann? Oder andersrum, was bedeutet es, wenn die Testfälle alle grün sind, ist die Software dann korrekt? Natürlich nicht, weil Sie können also können Sie noch so viele Testfälle schreiben, irgendwas rutscht Ihnen immer durch. Also irgendwelche Fehler sind sicher noch in der Software drin. Aber die Frage ist schon, was können Sie dem Auftraggeber versprechen oder was können Sie sich selber versprechen, wann sind Sie fertig? Und wir brauchen Maß dafür. Und ein Maß ist die sogenannte Test-Coverage. Das heißt, Sie schreiben Unit-Tests. Theoretisch könnte man auch manuelle Tests verwenden. Und Sie messen, wie viele Zeilen wurden durchlaufen während des Testfalls. Und das nehmen Sie nachher als Maß. Also wie viel Prozent aller Zeilen wurden durch die Testfälle durchlaufen. Und dann haben Sie die Line-Coverage. Dadurch ist noch nicht viel ausgesagt, denn Sie wissen, der Testfall hat die durchlaufen. Ob die Zeilen dann korrekt sind, wissen Sie nicht. Das wissen Sie erst, wenn Sie die Asserts gemacht haben. Das heißt, Test-Coverage ist so ein Maß, was Sie brauchen. Und das ist aber nur im Zusammenhang damit brauchbar, wenn Sie auch wissen, wie viele Asserts gemacht worden sind. Nur, dass die Zeilen durchlaufen sind, heißt nicht, dass sie korrekt sind. Und wie man jetzt diese Maße erhebt, das würde ich Ihnen gerne zeigen. Dafür brauchen Sie natürlich Tools. In diesem Video geht es um die Bordmittel von IntelliJ und was Test Coverage im Allgemeinen ist. Im nächsten Video wird es dann darum gehen, wie kriegen Sie das Zeug in die Bildpipeline rein und wie kriegen Sie das Zeug so rein, dass der SonarQube das verarbeiten kann. Also gibt es zwei Videos. Jetzt erstmal das eine und dann das andere. Viel Spaß! Im Code verwende ich folgendes Beispiel. Ich habe das geklaut von. Naja, also eigentlich ist es die Emily Bache oder Belch, ich weiß nicht genau, wie die ausgesprochen wird. Das ist aber ein ganz berühmtes Cutter, was sie sich auch vornimmt, und zwar das sogenannte Gilded Rose Refactoring Cutter. Dazu habe ich den Code von der Frau Bache geklaut und würde Ihnen jetzt diesen Code vorstellen und in dem Beispiel das Thema Testüberdeckung diskutieren. Idee ist, dass Sie einen Schrottcode kriegen und mit Hilfe von Refactorings den schöner, wartbarer machen und auch gewisse Änderungen erlauben. Details des Cutters mache ich dann, wenn wir es wirklich durchführen. Also, hier ist ein Beispiel aus dem Code, und zwar der Code besteht aus insgesamt drei Klassen. Ich habe hier einmal das Gilded Rose, das stellt wohl so eine Art kleinen Laden dar. Und der hat Items, und zwar zum Beispiel Brie-Käse und irgendwelche Backstage-Passes. Die Sachen hat er auf Lager und wenn er die lange auf Lager hat, dann altern die. Und dann wird die Qualität weniger. Und dieser Code ist hier irgendwie umgesetzt. Sie sehen schon, mit Items I wird hier einiges gemacht und Gilded Rose besteht aus einigen Items. Gut, wartbar ist der Code sicher nicht. Aber die Frage ist, können wir jetzt einfach so dann rumstellen? Und also Frage ist ja, dürfen wir jetzt einfach an den Code herumändern? Antwort natürlich nicht, weil wir natürlich nicht sicher sind, dass wir durch die Änderung nicht irgendwas kaputt machen. Also brauchen wir einen Testtreiber und da kommt das Thema Test Coverage ins Spiel und das tanze ich Ihnen jetzt vor. Bei dem Cutter ist ein Beispiel-Testfall mitgeliefert. Ich habe den so leicht repariert, dass er gleich durchläuft. Ich starte den mal ganz kurz. Der ruft, erzeugt sich so ein Gilded Rose Objekt, gibt dem Ding ein Item mit und ruft dann auf diesem Gilded Rose Update Quality. Das ist die einzige Methode in dem Ding. Das war die komplizierte Methode, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ruft er auf und guckt im Grunde nur nach, ist das nullte Item in der Liste von Gilded Rose, hat das den Namen Foo. Damit ist praktisch nichts getestet, aber zumindest ist das Foo auch nicht verloren gegangen. Also der Test ist noch sehr, sehr schwach. Und Preisfrage ist jetzt, können wir das nachweisen, dass der Test schwach ist? Also was ist unser Maß? Und da kommt das Thema Test-Coverage ins Spiel. So, ich gehe mal wieder zurück auf Gilded Rose. Das heißt, wie können wir jetzt sehen, ob wir gut genug getestet haben? Dazu gibt uns IntelliJ eine Unterstützung. Wir können hier sagen Run.
Und wenn Sie das genau durchlesen, auch in der Community Edition von IntelliJ, haben wir hier einen Punkt, der nennt sich Gilded Rose Test First with Coverage. Und den können wir laufen lassen. Bevor wir das tun, möchte ich kurz eine Kleinigkeit noch anpassen, damit wir noch bessere Resultate haben. Ich zeige Ihnen gleich warum. Also, was wir dann anpassen müssen, ist, Sie gehen hier auf Edit Configuration bei Gilded Rose, diesem Testfall, also bei dem Run-Dingsbums, was den Test laufen lässt. Da gucken wir uns kurz die Run-Configurations an und dann gucken wir hier bei Code Coverage, können wir eine etwas, sagen wir mal, aussagekräftigere Coverage einstellen, indem ich nämlich hier Tracing eingebe. Bei Sampling sagt er Ihnen nur, naja, ist durchlaufen worden oder nicht. Der Tracing merkt sich noch, wie oft bestimmte Stellen durchlaufen sind. Also wir haben noch ein paar mehr bessere Informationen, wenn wir das anschalten. Also ich habe es angeschaltet und jetzt schauen wir mal, was passiert. Run. Run with Coverage. So, wenn Sie jetzt mal genau auf den Monitor schauen, ich blende mal die noch nicht so relevanten Teile aus, haben Sie jetzt hier erstmal hier eine Statistikdarstellung. Das heißt, wir sehen hier, wenn ich hier mal reinklicke, von meinem Cutter, der hat auch andere Testfälle anscheinend mitgemessen, meldet er hier, Gilded Rose, 100% aller Klassen sind getestet worden. Das ist hier super. Also das heißt, 100% aller Klassen haben zumindest einen Testfall. 100% aller Methoden wurden in einem Testfall ausgeführt, aber nur 42% aller Methoden wurden innerhalb des Testfalls ausgeführt und nur 11% aller Verzweigungen wurden durchlaufen. Das heißt, wir sind noch grottenschlecht unterwegs mit unseren Tests. IntelliJ ist so nett und visualisiert uns das hier am Rand. Sie sehen das hier so in diesem leichten Grün sehen Sie, was durchlaufen wurde. Also das hier wurde durchlaufen. In dem leichten Rot sehen Sie, was nicht durchlaufen wurde. Also diese Fälle sind durch Testfälle nicht abgedeckt. Und gelb ist dargestellt, was so halbgar durchlaufen wurde. Das heißt, wir haben hier diese beiden If-Statements, dieses If und das da. Die wurden halb durchlaufen, was dafür spricht, dass zum Beispiel nur ein Branch, also nur der True oder nur der False-Fall durchlaufen wurde. Und dieses Gelbe kriegen wir deswegen, weil ich gerade das Tracing angeschaltet habe. Und jetzt kriegen wir nämlich hier einen Hinweis. Also wenn ich draufklicke, ich kriege hier den Hinweis, dieses Items i Quality größer 0, das ist also der hier, Items i, ist noch nie mit dem Fall True durchlaufen worden, sondern alle Durchläufe waren False und zwar nur in einem einzigen Testfall. Jetzt können wir hier vielleicht nochmal das andere If anklicken. If Items not aged Brie, da wurde das einmal für True durchlaufen. Das heißt, der Testfall war natürlich nicht aged Brie, sondern irgendwie Foo und ist nicht durchlaufen worden. Das heißt, so, das hilft uns jetzt gerade, wenn wir viele Tests machen, nochmal abzuschätzen. Also zum Beispiel nehmen Sie an, Sie haben 1000 Tests gemacht und es ist immer nur der False-Fall durchlaufen worden. Möglicherweise ist das eine Tautologie und das Ding ist immer nur true oder nur false. Also das heißt, jetzt kriegen wir hier ein ganz gutes Bild, was ist getestet worden und was nicht. Das heißt, jetzt können wir versuchen, unsere Testfälle so umzustellen, dass die Testcoverage hier besser wird und dass wir hier mehr Grün kriegen. So, wie kann man das machen? Jetzt kann man schon mal abschätzen, wir werden wahrscheinlich recht viele Testfälle brauchen. Das heißt, was sich hier anbietet, ist ein parametrierter Test. Das heißt, das Tutorial hier ist auch gleichzeitig ein Tutorial für parametrierte Tests. Wenn wir uns den Testcode nochmal anschauen, ich habe den jetzt zwischendurch auf JUnit 5 umgestellt, sehen Sie hier an dem JUnit Jupyter API, könnte man jetzt überlegen, was könnten denn mögliche Parameter sein? Also was könnte ich variieren wollen? Und da gibt es im Grunde zwei Typen von Sachen, die man variieren könnte. Das sind die Eingabeparameter an die Methoden, die wir aufrufen wollen, und das Testorakel, also das, was wir als Ergebnis erwarten würden. Das heißt, wenn wir hier mal reinschauen in den Testcode, haben wir hier den Namen Foo, Sell-in und Quality jeweils als Eingabeparameter, die man nutzen könnte. Dann wird ja die Methode Update Quality aufgerufen und als Testorakel haben wir hier das Expected, das Foo kriegen wir raus. Ob das noch so aussagekräftig ist, müssen wir noch sehen. Da kann man vielleicht noch was dran machen, denn ich kriege ja nur den Namen raus,
von dem ersten Item. Ob das eine gute Idee ist beim Testen, werden wir dann ja sehen, wenn wir uns die Test-Coverage anschauen. Aber wir erkennen hier vier Parameter, die wir variieren wollen würden. Das ist das Name, Cell and Quality und das Test-Orakel. Und die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt da rein? Wenn Sie dann anfangen zu recherchieren bei JUnit, finden Sie Folgendes. Durch Googlen kommen Sie irgendwann auf den JUnit 5 User Guide und da können Sie im Grunde nachschauen, was brauchen Sie, um einen parametrisierten Test zu machen. Man kann hier schauen bei Writing Tests. Wenn man dann runterkurbelt, sehen Sie hier bei 2.15 Parameterized Tests. Und da sehen wir schon mal grob, wie die das geändert haben. Das ist also eine fundamentale Änderung gegenüber JUnit 4. Deswegen drehe ich auch diesen Teil von dem Video neu, weil das wesentlich hübscher geworden ist. Also gerade nur wegen dieses Features lohnt sich der Umstieg von JUnit 4 auf JUnit 5. Also das macht alles viel, viel, viel besser, denn Sie werden häufig mit parametrisierten Tests arbeiten wollen. Was haben Sie? Sie haben die Annotation Parameterized Test. Sie haben hier können eine Value Source angeben, also wo kommen die Daten her? Und die Methode, die Sie testen wollen, die kriegt einfach den Parameter mit. Das heißt, unsere Testmethode hätte vier Parameter. Und jetzt ist die Frage, wo kriegen wir jetzt eine Datenquelle her mit vier Parametern? Ich habe jetzt beim Suchen zwei gefunden, die man nehmen kann. Ich programmiere Ihnen eins vor. Wenn Sie mal runterschauen, man kann sozusagen eine Liste von Strings machen oder eine Liste von anderen Datentypen, Value Source, also hier Integer zum Beispiel. Ich sage, ich brauche hier vier verschiedene. Eine Liste von Strings nützt mir auch nichts, weil ich verschiedene Datentypen drin habe. Ich habe Integer und String drin in meinen Themen, also brauche ich was anderes. Und da bietet mir das JUnit hier zwei Methoden an. Und zwar einmal dieses Method Source. Das heißt, ich kann hier einen Namen einer Methode spezifizieren und die liefert mir einen Stream von Argumenten zurück. Arguments, also Stream ist ein Java 8 Stream, deswegen ist JUnit 4 auch deutlich mächtiger als JUnit 5 mächtiger als JUnit 4 war, weil einfach sehr viele Sachen von Java 8 mitverwendet werden. Also unter anderem dieses Stream-Konzept. Und dieses Arguments ist eine Basisklasse, die es in JUnit 5 gibt. Und dann kann ich hier einfach eine Liste von Argumenten herstellen. Das werde ich Ihnen vorprogrammieren. Das erscheint mir am sinnvollsten. Eine zweite Alternative wäre noch, wenn man hier mal runterschaut, was ich liebe, ehrlicherweise, ist hier dieses CSV-Source. Das heißt, was Sie damit machen können, ist, Sie können die Fachabteilung, also jemand, der Ihnen sozusagen Daten liefern könnte, können Sie einfach sagen, machen wir eine Tabelle mit Eingabedaten und dem erwarteten Resultat. Also egal, was Sie da berechnen, ob das Versicherungstarife sind oder mathematische Funktionen oder sowas. Also Sie können von der Fachabteilung eine einfache Tabelle erfragen. Das könnt ihr mit Excel vorbereiten. Und ihnen dann liefern und dann machen sie eine CSV-Datei draus. Das geht mit Excel problemlos. Man kann das dann hier hart in den Code reinschreiben und hier unten sehen Sie auch eine Möglichkeit, eine Datei zu nutzen. Das heißt, dann haben Sie eine Datei mit Testdaten, die von der Fachabteilung kommt, inklusive allem Eingabedaten plus Testorakel. Also das ist golden, das ist eine ganz, ganz deutliche Verbesserung gegenüber JUnit 4, wo das noch ein ziemliches Gebastel war, bis man das hingekriegt hat. Aber durch die Java 8-Konzepte sind wir da jetzt deutlich besser geworden. Also halten wir mal fest, was wollen wir verwenden? Wir wollen die Method Source verwenden mit dem Stream of Arguments. Ich lasse das mal offen, dass ich gleich Copy und Paste machen kann, aber zuvor müssen wir natürlich die Methode erstmal umbauen. Damit wir Parameterized Tests verwenden können, brauchen wir eine zusätzliche Bibliothek. Das ist in JUnit so ein Ergänzungspaket. Das heißt, Sie müssten hier Org JUnit Jupyter und dann Jupyter Params mit reinhängen in die Gradle-Bilddatei. Nicht vergessen, damit Sie es verwenden können, hier das Aktualisieren zu drücken, damit Gradle das runterlädt. Ich habe dann für weitere Testfälle, weil ich das hübsch finde, das ist jetzt vielleicht eine Professoreneigenart, hier nochmal das Helmcrest mit eingebaut. Damit kriege ich noch ein bisschen sprechendere Testfälle hin. Das nutze ich jetzt aber erst in späteren Videos. Nur kurz das hier als Erklärung. Zwingend für das, was ich Ihnen jetzt vorführen möchte, brauchen Sie nur dieses JUnit-Params. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Methode an, die wir testen wollen. Das heißt, wir brauchen vier Parameter. Die baue ich jetzt hier einfach ein. String Name int Cellin int großes i Cellin int Quality String Expected. So,
Jetzt haben wir schon mal die Parameter und jetzt müssen wir sozusagen die hier unten nutzbar machen. Wir brauchen Foo, Cell in Quality und das Expected. Und das müssen wir jetzt in diesen parametrisierten Test reinschreiben. Und ich plane jetzt, diese Variablennamen umzusetzen. Ich möchte nur die Werte jetzt nicht verlieren, deswegen mache ich jetzt erstmal was anderes. Das heißt, ich mache aus dem Test einen Parameterized Test. Dann sage ich hier Method Source. Wie nennen wir das gute Stück? Gilded Rose Test Data von mir aus. Damit sind wir hier praktisch fertig erstmal. Und dann müssen wir diese Methode bereitstellen. Das heißt, private stream utter arguments. Und dann sollte das Ding Gilded Rose Test Data heißen. Und der liefert mir jetzt einen neuen Stream zurück. So, damit der funktioniert und der gefunden wird, machen wir den vielleicht noch static. Das ist zumindest in dem Beispiel so gemacht. Und dann machen wir hier ein Return of. Return Stream of. Das ist ja so ein bisschen das Pattern, auch was schon eine ganze Weile ist, dass man immer so eine Off-Methode dann die Daten kriegt. So, und jetzt müssen wir halt eine Liste von Argumenten herstellen. Dafür gibt es eine Hilfsmethode, die nennt sich Arguments. Und der kriegt jetzt die Daten, die wir hier oben reingeben wollen, nämlich das Foo, Komma, das Cellen, das Quality und das Expected Foo. So, das war's. Ups, das war's jetzt erstmal, ne? Also wir wollen erstmal den ersten Testlauf machen und hoffen, dass es funktioniert. Und jetzt muss ich natürlich hier meine tollen Variablen auch verwenden. Das heißt, jetzt habe ich mir die Daten gemerkt. Jetzt kann ich also hier per Copy und Paste die Parameter einbauen. So. Wenn jetzt alles glatt gegangen ist, müsste jetzt der Testfall durchlaufen. Das ist ja im Grunde, was wir hier machen, ist ein Refactoring von dem Testfall. Bisher ist das Verhalten gleich geblieben. Wir haben uns jetzt nur eine höhere Flexibilität beschafft. Starten wir den mal. Perfekt. Das heißt, jetzt haben wir aus dem einfachen Unit-Test hier mit Bordmitteln und Java 8-Mitteln letzten Endes einen parametrierten Test gemacht. Jetzt können wir weitere Parameter einbauen. Bevor wir das tun, wäre es vielleicht hilfreich, hier nochmal ein etwas besseres Assert reinzubauen. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, das ganze Test-Coverage-Gedönse nützt uns gar nichts, wenn wir keine gescheiten Asserts haben. Und dass ich jetzt hier ich meine, wenn man hier drauf schaut, Foo und Foo, ist das vielleicht ein bisschen wenig. Also können wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht ein Item irgendwas Aussagekräftigeres finden, wo wir vielleicht mehr Daten rauskriegen. Machen wir das mal, schauen wir hier mal bei Item rein. Und wenn Sie hier mal schauen, so viel Daten kriegen Sie da nicht raus. Man könnte jetzt noch Cellen und Quality und so weiter überprüfen. So ein ganz einfacher Sparansatz, um jetzt sich viele Asserts zu sparen, ist vielleicht, dass wir hier das ToString verwenden. Da kommt hier der Name raus, Komma Cellen, Komma Quality. Und insofern können wir da mal schauen, dass wir vielleicht da Testmethoden verwenden, die uns dann entsprechend diese drei Sachen testen. Das heißt, das baue ich jetzt mal um, sodass wir da ein bisschen besser testen können. Wie gesagt, was wir jetzt hier machen, ist eigentlich, wir halten das Ist-Verhalten von dem Gilded Rose durch geschickte Testfälle fest und wir holen einfach an Beobachtungen das raus, was uns die Klasse hergibt. Wir können die Klasse jetzt ja nicht massiv umbauen. Wir müssen erstmal einen Testfall machen, damit wir umbauen dürfen. Also könnte man jetzt hier statt dem Get-Name etwas verwenden, das einfach mehr Daten rausrückt. Das heißt, wir nehmen hier einfach mal ToString. Jetzt müssen wir natürlich hier das Testorakel ändern. Statt Foo schreiben wir da jetzt rein Foo, Komma. Und dann, wenn der die Daten nicht geändert hat, müsste ja 0,0 rauskommen. Das können wir jetzt tatsächlich so lange rumexperimentieren, bis der Testfall durchläuft. Komma 0, Komma 0. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Jetzt gucken wir mal, ob wir richtig geraten haben. Also wir unterstellen jetzt, wie gesagt, dass das Ist-Verhalten der Software korrekt ist. Und bauen jetzt, deswegen darf ich auch an dem Testfall rumbasteln und hier sogar experimentell was ändern. Sie sehen hier, expected war foo00, das war das, was ich oben eingetragen habe. Er sagt jetzt, actual war da eine minus 1. Das heißt, wir machen hier eine minus 1 da draus, weil, wie gesagt, wir unterstellen ja, dass das Ist-Verhalten korrekt ist. Starten den nochmal.
Also das heißt, wir arbeiten jetzt eigentlich Stück für Stück eine Absicherung über Test Cases, indem wir einfach jetzt Testfälle ergänzen und wie gesagt, unterstellen, dass das Ist-Verhalten korrekt ist. So, jetzt sind wir damit fertig. Jetzt haben wir sozusagen einen etwas aussagekräftigeren Test gemacht und der so ein bisschen besser abtestet, ob unsere Implementierung korrekt ist. An unserer Test-Coverage hat sich bisher nichts geändert. So, das heißt, jetzt fangen wir an, uns die Test-Coverage-Daten anzuschauen, um jetzt hier mehr Testfälle zu finden, um die Testabdeckung zu verbessern. Da sind wir bisher, wie schon festgestellt, sehr lausig unterwegs noch. So, jetzt haben wir uns mit einem parametrisierten Testfall bewaffnet und jetzt schauen wir uns mal den Code an, um jetzt auf neue Testdaten zu kommen, um jetzt die Test-Coverage zu erhöhen. Das heißt, würde ich mehr Zeilen testen. Schauen wir mal bei Guildedroz rein. Ich habe am Anfang des Videos ja diesen Schalter umgelegt, dass der so ein bisschen Traces mitschneidet, sodass wir ein bisschen wissen, was ist jetzt eigentlich wie oft aufgerufen worden. Ich zeichne das mal. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel bei der obersten Zeile, dieses not aged, named aged Bree ist sozusagen einmal mit True durchlaufen worden. Das heißt, wir haben ja mit Foo getestet und nicht mit aged Bree. Das heißt, ich könnte sozusagen einen Testdatensatz machen mit aged Bree. Und dann ist dann die Zeile einmal durch. Also dann wird die Zeile sozusagen in anderer Art und Weise durchlaufen, nämlich dann ist sozusagen die erste Zeile, also diese Zeile getestet. Jetzt, wenn wir noch weiter drauf schauen, haben wir hier vielleicht noch eine Chance, die Test-Coverage schnell zu erhöhen. Hier sehe ich die Quality einmal größer 0, sagt er, und das war einmal false. Das heißt, wenn ich das auf True kriege, müsste dieser Code durchlaufen werden. Also würde ich das mal als erstes ausprobieren und hoffen, dass das dann funktioniert. Das heißt, Quality diesmal sagen wir auf 1 und dann hoffen wir mal, dass sich was eine Änderung zeigt. Wie mache ich das? Ich kopiere hier einfach meinen tollen Testfall. Das ist ja schnell gemacht. Und jetzt war Quality. Das wollen wir auf 1 setzen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal den Testfall korrekt machen. Wir unterstellen, dass das Ist-Verhalten korrekt ist von der Software. Und das Ding läuft auf Anhieb durch. Perfekt. Das heißt, jetzt können wir uns mal die, das kann man das mit Coverage starten laufen lassen. Da wir jetzt ja mehr testen als vorher, können wir sozusagen die mitgeschnittenen Traces einfach ergänzen zu unseren Testmessdaten. Und jetzt müssen wir schauen, jetzt ist er durchgelaufen, jetzt schauen wir mal, ob sich was verbessert hat. Das heißt, wie vorhergesagt, jetzt ist dieses Get Quality. Ist jetzt grün, das heißt, ich habe ja mit einem Wert getestet, der größer als 0 ist. Das hat funktioniert. Er hat dieses Set Quality hat er jetzt durchlaufen. Nur bei dem Vergleich hier oben ist sozusagen nur der True-Fall durchlaufen worden, nämlich dass ich habe nicht mit einem Datensatz Sulfuras getestet, sondern mit einem anderen Datensatz. Das heißt, wenn ich jetzt will, dass diese Zeile noch mehr durchlaufen wird, dann muss ich mit Sulfuras testen, weil dann die Bedingung sich umkehrt. Das heißt, jetzt können wir sozusagen dann den Teil auch noch grün machen. Versuchen wir das mal. Ich hole mir also den Datensatz zu Sulfuras. Mache dann einfach einen neuen Testdatensatz. So, jetzt muss ich das Ganze natürlich wieder stabilisieren. Ich lasse das einmal durchlaufen. Er sagt wieder, dass wie ein Fehler aufgetreten ist. Tatsächlich kam raus 0,1 und ich habe minus 1 unterstellt hier hinten. Das heißt, jetzt korrigieren wir das entsprechend. 0,1. Jetzt lassen wir es dann mit Qualitätsdaten nochmal mit Test-Coverage durchlaufen. Jetzt sehen Sie hier schon, jetzt habe ich hier den ganzen Balken auf grün gekriegt und meine Coverage-Daten sind jetzt deutlich besser geworden. Das heißt, jetzt hier oben ist noch ein Teil ungetestet. Jetzt können wir versuchen, hier oben die Bedingungen zu verbessern. Oder wir können hier unten versuchen, noch weitere Testfälle zu erzeugen. Das heißt, wir könnten jetzt gucken, ob wir nochmal mit dem Aged Brie versuchen, was zu machen.
Denn auch dabei ist sozusagen zweimal True hier an der Stelle. Das heißt, wir könnten jetzt versuchen, einen weiteren Testfall zu finden mit dem hSpray. Dann würden wir hier zumindest unten die Test-Coverage verbessern, um ein paar Punkte und hier oben auch. Also versuchen wir das mal mit dem hSpray als nächsten Punkt. Lass es jetzt nochmal laufen. Das heißt, wir müssen minus 1 und 3 übergeben. Ja, minus 1, minus 1 und 3 kommt da hinten raus. Ist da durchgelaufen. Jetzt schauen wir mal, dass wir es mit Coverage starten laufen lassen. Jetzt mit dem hSpray ist es hier oben besser geworden. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch mit Backstage Passes testen und dann haben wir eigentlich hier oben alles grün. Jetzt müssen wir hier unten weiterschauen. Da haben wir jetzt ja auch versucht, was zu machen. Jetzt haben wir hier zumindest schon mal den hSpray mit drin. Und jetzt können wir hier versuchen, uns hier nochmal weiterzuarbeiten und den Datensatz mit Backstage Passes zu machen. Und hoffen wir mal, dass wir dann hier in die unteren Sachen reinkommen. Das heißt, es geht eigentlich Stück für Stück darum, hier mit immer mehr Testdaten zu arbeiten. Ich breche das Video jetzt hier aber mal ab. Sie haben jetzt ungefähr gesehen, wie es funktioniert. Vielleicht werden wir Stellen finden, die wir mit Test-Coverage gar nicht hinkriegen, weil der Fall logisch einfach nicht herbeiführbar ist. Auch das wäre durchaus denkbar. Sodass wir also Stellen einfach nicht abdecken können per Testfall. Das kann nämlich durchaus sein, dass es sich da um toten Code handelt und den kann man dann löschen, weil der sozusagen logisch einfach nicht erreichbar ist. Deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum Sie eventuell keine 100% Line-Coverage hinkriegen. Wir haben jetzt hier eigentlich versucht, also schon 100% Line-Coverage ist eventuell nicht erreichbar. Wenn wir noch eine Branch-Coverage herstellen wollen, da habe ich Ihnen das Verfahren ja auch gezeigt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel noch einen Fall, wo er die Branch-Coverage nicht hat. Das sehen Sie ja hier. Der True-Fall ist dreimal durchlaufen, bei der False-Fall nicht. Wenn wir True und False durchlaufen, wäre es auch grün und damit hätten wir dann auch da das Ding ist Branch-Coverage abgedeckt. Ne? Also das heißt Line-Coverage sind hier so alle Nicht-If-Bedingungen und Nicht-Vorschleifen, die grün sind. Branch-Coverage wäre dann, dass Sie beim If True und False gleichermaßen durchlaufen haben. So, aber ich breche das jetzt hier mal ab. Ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Ich würde dann im nächsten Video gucken, dass wir jetzt unser Testen und die Coverage in den Bildprozess mit reinbauen. Denn bisher habe ich ja Spezialfunktionen von IntelliJ verwendet. Weiter dann im nächsten Video.